So, ich nehme jetzt den Ton extra auf, weil ihr mir gesagt habt, dass der Ton beim Handy zu leise ist. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So. Guten Morgen. Gibt es gesundes Brot? Also richtiges gesundes Brot oder gibt es nur das Rohkostbrot? Und selbst das aufgrund der Dehydrierung und des Wegfalls des Wassers ist ja auch nicht so gesund. Also gibt es gesundes Brot? Diese Frage, die beschäftigt mich schon, ja, eigentlich schon ziemlich lang. Ich bin ja selber dank der Tatsache, dass mein Papa ja Bäcker gewesen ist, in der Backstube aufgewachsen und auf der Suche nach den bösen Lebensmitteln für die Gesundheit wird eben auch immer wieder der Weizen genannt und entsprechend analog natürlich auch das Brot. Das dichotome Denken lässt grüßen. Die Menschen wollen unterscheiden in gesunde und in ungesunde Lebensmittel. Schwarz und weiß, gut und böse. Ja, in der Rohkost spielt richtiges Brot natürlich keine Rolle. Das ist mir auch klar. Aber nichtsdestotrotz möchte ich heute, da nur die wenigsten von euch 100% Rohköstler sind oder sein werden, einfach mal ein Thema aufgreifen, was sicherlich die Masse der Menschen auch interessiert. Und da einfach mal zu mehr Bewusstheit anregen. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Gut und Böse einfach nicht unterstützen. Daher auch das Nicht-Anzeigen der Daumen auf meinem Kanal. Ich habe da schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal hier oben. Informationen sind differenziert und sie sind ja generell Informationen meiner Meinung nach nicht dichotom zu klassifizieren. Also in zwei meist komplementäre Zustände zu unterteilen. Eben wie gut und böse oder wie schwarz und weiß. Und da gibt es da ganz, ganz viele Graustufen. Da ist auch die Philosophie, die aus dem Altertum so ein bisschen immer rüberkommt oder wo sehr viel drauf fußt, dieses Yin-Yang, ist keine gute Orientierung. Aus meiner Sicht. Ich weiß, dass viele im Dualismus gefangen sind, aber ihr tut gut daran, zumindest die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass etwas Universelles existiert, was kein Gegenstück hat, wie die Göttlichkeit. Gut, dann hat man ja auch wieder den Teufel. Aber die universelle Energie, das Sein oder wie ich das gerne bezeichne, die Liebe. Gerade was die Ernährung angeht, können wir gut beobachten, wie komplex das ist. Arsen oder auch Aluminium, die können gesund sein, wahrscheinlich sogar essentiell, aber sie können ebenso hochtoxisch und ungesund sein. Da gibt es kein Gut oder Böse, zumindest per se. Da gibt es nur Informationen und eben einen guten Mittelweg. Auch in dem Zusammenhang noch zu erwähnen ist diese 100% Rohkost. Diese muss nicht stressig sein und kann der gute Mittelweg sein. Kann aber auch zu Stress und damit zu Krankheit führen. Man kann das nicht pauschal sagen. Gerade wenn man das schnell umsetzen möchte, zum Beispiel die Rohkost, gegen seine bisherige Konditionierung und der Körper da erstmal überfordert ist, kann es eben dazu kommen, dass in erster Linie eine Verschlimmerung eintritt mit der Rohkost. Ja. Die Rohköstler nennen das Entgiftung. Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, was den Begriff angeht. Ich denke, es ist einfach nur eine Umgewöhnung des Körpers, dass er erstmal ja, neu justieren muss auf eine neue Ernährung. Das ist ganz normal. Der Körper kann sich sehr, sehr gut anpassen, aber meiner Meinung nach hat das nicht unbedingt was mit Entgiftung zu tun. Das bedeutet, der Mittelweg, der liegt nicht immer in der Mitte. Er kann 100% Rohkost sein für den einen und für den anderen ist das eben nicht so. Er liegt immer woanders, individuell. Und um das jetzt noch vollends zu verkomplizieren für euch, diese Zusammenhänge, die werden gerade im Ernährungskontext mit der Plattitüde, die Dosis macht das Gift, auch oft von Interessensgruppen pervertiert und eingesetzt, um ungesunde Lebensmittel ja, sich schön zu reden. Wie damals das HB-Menschen. Der hat genau, also HB-Menschen, der hat für Zigaretten Werbung gemacht, ich glaube in den 60er Jahren oder so war das. Und da gab es einen Werbespot, die Dosis macht das Gift. Nein, 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 nein. Bei Tabak oder insbesondere bei Nikotin und beim Teer und alle diese Stoffe, da ist tatsächlich nicht, dass irgendwie die Dosis das Gift macht. Das ist ja ein schädliches, das ist ja auch kein Lebensmittel. Ne? Es ist ein schädlicher Stoff, den wir nicht zu uns nehmen sollten. Ist auch, also im Gegensatz zum Beispiel zu einigen Schwermetallen, die durchaus gesund sein können, oder eben auch zu Lebensmitteln,
wie zum Brot, da kommen wir auch gleich. Aber wir kommen einfach mal zum Brot. Der Titel des Videos war ja Brot. Wie kann Brot gesund sein? Also Brot in erster Linie besteht aus Mehl und aus Wasser. Mehr braucht es erstmal nicht. Ihr könnt ein fluffiges, knuspriges Brot nur mit diesen zwei Zutaten herstellen. Das wissen die wenigsten. Dazu braucht es natürlich einen selbst eingesetzten Sauerteig, den ihr allerdings dann immer wieder nähren könnt, in eurem Kühlschrank belassen könnt und immer was wegschneidet. Am besten lässt ihr mal so ein Drittel übrig. Und der besteht auch nur aus Wasser und Mehl. Und dann braucht ihr Wasser und Mehl und dann könnt ihr Brote backen. Wasser ist, kann man schon auch so sagen, unbestritten gesund und auf jeden Fall auch essentiell. So, da hat man eins der beiden Zutaten, Wasser. So. Allerdings, und das möchte ich auch jetzt im Rahmen dessen, dass wir hier ein bisschen ganzheitlicher denken, darüber auch darauf aufmerksam machen, dass Wasser auch nur bis zu einer gewissen Menge gesund ist. Wasser kann, wenn es zu viel eingenommen ist, auch tödlich sein. Man spricht dann von einer Hyponatriämie. Aber in so einem Brot, da müsst ihr euch keine Gedanken machen, ob da vielleicht zu viel Wasser drin sein könnte. Und genauso wenig Gedanken auch bei der Kohlensäure in dem Mineralwasser. Was durch unser, also so eine 1 Liter oder 1,5 Liter Mineralwasserflasche, ne, diese Kohlensäure, die drin ist, die wird komplett durch unser Bicarbonat-Puffersystem komplett neutralisiert. Ihr müsst da nichts machen, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch mal angucken. Viele machen sich da Stress wegen der Kohlensäure. Könnt ihr übrigens auch auf der Kanalsuche finden. Wenn ihr mal Interesse habt, zu sagen, hat der Christian schon ein Video gemacht, hat er schon 1500 Videos gemacht, hat er schon ein Video zu irgendeinem Thema gemacht, geht auf die Kanalsuche, auf meinen Kanal gehen, da ist eine Lupe, da draufklicken und ein Wort eingeben. Und dann seht ihr, ob ich da irgendwie schon ein Video gemacht habe. Weil oft bekomme ich die Frage, hey, mach mal ein Video dazu, und habe ich schon 2-3 Videos gemacht. Ja? Vielleicht poste ich euch auch das Video einfach in den Infokarten, ist vielleicht einfacher. Kommen wir nun zum Mehl, was ist das eine? Da gibt es zwei verschiedene Arten von Mehl. Da gibt es den Weichweizen, aus dem Mehl gewonnen wird, und den Hartweizen. Der Weichweizen, der besitzt einen höheren Anteil an Vitaminen, während der Hartweizen einen durchschnittlich höheren Anteil an Mineralstoffen hat. Ihr wisst, unsere Lebensmittel bestehen aus Vitaminen, aus Mineralstoffen und aus Aminosäuren. Da Vitamine generell hitzeempfindlicher sind als jetzt die Mineralstoffe, macht es aus diesen Punkten mehr Sinn, da Brot ja backt, also erhitzt wird, dass man Hartweizen nutzt zum Brotbacken und keinen Weichweizen. Was allerdings in 98% der Fälle getan wird. Aber nur aus dem Punkt, um mal zu wissen, wenn man vor der Wahl steht, welchen Weizen man nehmen sollte. Und es geht, mit Hartweizen Brot zu backen. Habe ich selber schon gemacht. Funktioniert. Dazu ist es auch notwendig, wenn man über die Gesundheit von Mehl oder von Weizen spricht, dass man den Weizen so naturbelassen wie möglich nutzt. Also entweder direkt im Laden mahlen lässt, also das volle Korn kauft, oder eben selber mahlt. Und das ist gar nicht so teuer wie ihr denkt. Es gibt diese hochelektronischen super duper Mahldinger. Es gibt eine sehr sehr preiswerte, absolut zuverlässige Mühle, die habe ich euch unten mal verlinkt. Funktioniert einwandfrei. Eine Freundin von mir nutzt die schon jahrelang. Dauert zwar ein bisschen, weil es mit Hand betrieben, aber absolut zuverlässig. Und wenn man in Maßen sollte man ja sowieso Brot, da kommen wir vielleicht noch dazu, warum das nicht getan wird und warum das dann zu Krankheiten führt, dass das Brot nutzt, da reicht das vollkommen aus, so eine kleine Mühle. Und also Brot kann man übrigens auch einfrieren. Wir sind auch die wenigsten einfach Brot einfrieren. Und ich habe, wo ich damals Brot vom Foodsharing bekommen habe, da habe ich 5-6 Brote bekommen, einfach in Scheiben geschnitten, eingefroren. Da konnte man immer mal eine essen. Wunderbar. Ne? Allerdings so 2-3 Monate, sagt man so, dann reicht es auch. Generell zu Weizen und auch zu Weizenvollkornprodukten. Also Vollkornprodukte haben einen positiven Einfluss auf Herzerkrankungen. Und das ist auch gängiger gesundheitlicher Konsens. Ja, da ist nichts irgendwie, da gibt es keine gegenteilige Meinung. Ja, Vollkornprodukte sind gesund. Aber, ja schon, da ist noch das böse Gluten. Das böse Gluten. Und da haben wir wieder das dichotome Denken. Natürlich, wer unter einer Glutenunverträglichkeit leidet, der sollte die Finger davon lassen. Das ist ganz normal. Ne? Da gibt es auch die bösen Pollen. Für die Leute, die eine Pollenunverträglichkeit haben. Ja? Gibt es verschiedene böse Dinge, die für verschiedene Menschen böse sind. Das ist immer wieder bei der Individualität.
Aber Gluten ist ein natürlicher Bestandteil des Vollkorns und per se nicht schädlich für unsere Gesundheit. Erst vor kurzem hat man in einem Artikel der Zeit Online sogar 3 Studien vorgestellt, die darauf hinweisen, dass der Verzicht auf Gluten, ohne dass man glutenunverträglich ist, ungesund sein könnte, da man dadurch, laut den Studien, weniger Vollkornprodukte konsumiert. Aus Angst. Und das noch nicht inkludiert, dass man aufgrund der Angst sich Stress macht beim Einkauf und dass dieser Stress dann eben auch zu einer ungesunden Lebensweise führt. Das Problem am Gluten ist, dass Menschen oft einfache Weißmehlprodukte nutzen. Also irgendwelche Pizza oder Brötchen oder irgendwelches Weißbrot und also ein stark verarbeitetes Lebensmittel, was nicht mehr viel mit dem natürlichen Korn zu tun hat und der Glutengehalt entsprechend unnatürlich hoch ist, weil man das alles weggehauen hat, die ganzen Ballaststoffe. Dazu sind die Glutengehalte mittlerweile durch die Züchtung des Weizens auch viel höher als früher und deswegen nimmt das so große Ausmaße an. Also es macht schon Sinn, sich mit dem Weizeneiweiß, also mit dem Gluten zu beschäftigen. Es ist jetzt nichts, was man einfach übergehen sollte. Aber die Medien, insbesondere der Gesundheitsszene, haben das zum Trend gemacht. Die haben das zum Trend gemacht, dass Gluten böse ist. Und jeder wiederkäut das nur und sucht irgendwelche selektiven Informationen, um zu zeigen, Gluten ist böse. Also von daher gibt es hier auch wieder keinen Mittelweg. Den die wenigsten anstreben. Medien stehen für Polarisierung. Das Beste ist zu polarisieren. Das Beste ist Daumen hoch, Daumen runter. Und möglichst viele Daumen hoch, viele Daumen runter. Idealerweise gleich verteilt. Schön polarisierend. Das Video geht ab wie Schmitz Katze. Es gibt genug Kanäle, die darauf basieren, dass es ungefähr gleich viele Daumen nach oben, Daumen nach unten geht. Und das sind halt sehr erfolgreiche Kanäle. Und entsprechend ist das bei Blogartikeln, bei anderen Sachen, ebenso bei Facebook, bei Diskussionen, überall möglichst polarisieren. Deswegen gibt es das bei mir nicht. Bei mir gibt es differenzierte Videos. Bestes Beispiel auch das Impfvideo von mir. Alle haben gewartet auf mein Impfvideo. Na, ist der Christian nun dafür oder ist er dagegen? Und nee, gar nichts. Es gibt 2 Seiten. Differenzierte Betrachtung. Und entsprechend ist das mit dem Daumen hoch, Daumen runter. Ist das Video gut oder böse? Nein, so ein Video hat verschiedene Aspekte. Didaktische Aspekte, informative Aspekte, vielleicht auch persönliche Aspekte. Findet man jemand sympathisch, nicht sympathisch. Sind so viele Sachen, so differenziert. Und ja, da am Ende zu sagen, gut oder böse oder schlecht oder gut. Und dann am besten noch zu schauen, was haben die anderen? Ist das Video gut oder ist das böse? Das ist ähnlich wie bei Brot. Ähnlich wie bei Brot. Und deswegen ist es irrwitzig, Vollkorn als etwas Böses darzustellen. Und das Prädikat, den Prädikat sozusagen das aufzudrücken, komplett meiden. Nichts in 3 Jahren ausgiebiger wissenschaftlicher Recherche deutet für mich darauf hin, dass man Vollkornprodukte komplett meiden sollte. Insbesondere jetzt in dem Punkt das Brot. Also erstmal per se, natürlich sollte man Brot meiden, gewisse Brotsorten und so weiter. Das habe ich ja alles ausgeführt, diese Weißbrotprodukte, dann Produkte, die nicht mit dem vollen Korn arbeiten, Produkte, die zu viel Salz enthalten. Alles das natürlich, das alles meiden. Aber es geht erstmal grundsätzlich, dass man denkt, dass man nachdenkt und dass man nicht sagt, Brot ist ungesund, sondern dass man sagt, okay, das ist Brot. Was ist daran gesund, was ist daran ungesund, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, Sprichwort Gluten, und dann eine Entscheidung trifft, wie man dieses Lebensmittel einsetzt. Und dann entscheidet, esse ich nichts, esse ich ein wenig, esse ich ordentlich, esse ich viel oder stopfe ich mich damit voll. Und da gilt eben dasselbe bei Brot wie für Wasser. Nicht zu viel, generell. Aufgrund, wie gesagt, der Tatsache, dass man gerade bei Brot eben oft nicht das eigene Hartweizen ohne salzfreie, nur mit Wasser und Mehl quasi ausgestattete Brot backt. Da muss man eben dann aufpassen, weil es eben ein hochverarbeitetes Produkt oftmals ist, wenn man so konsumiert. Aber backt wirklich mal ein Brot aus Wasser und selbstgemahlenen Hartweizen ohne Salz. Ihr erlebt recht schnell einen natürlichen Stopp. Ähnlich wie es auch bei der Rohkost der Fall ist, die losgelöst vom Individuum natürlich die beste, weil eben natürlichste Ernährung ist. Ich hoffe, das Video denkt ihr nicht, ich glorifiziere Brot, hier geht es um Bewusstheit.
der Koch- und der Backprozess, der ist eben schädlich für das natürliche Erkennen der Nahrung und damit auch für den Körper und auch diesen natürlichen Stopp, damit er erstmal erkennt, okay, das ist das und das Lebensmittel, so viel brauche ich davon. Ja, ist klar. Aber die industrielle Verarbeitung, die ist noch ein viel größeres Problem als dieser Koch- und Backprozess beim Brot. Generell, glaube ich, kann man das auch so sagen. Das starke Anreichern mit Salz in Broten, gepaart mit der Wegnahme dieses hohen Ballaststoffanteil des vollen Korns, warum Ballaststoffe gut sind, oben Infokarten, ne, das sorgt auch für das schlechte Image von Brot, weil dieses Brot eben sehr ungesund ist, weil eben nur unnatürlich. Ne? Mahlt euer Mehl selber mit einer preiswerten Mühle. Probiert mal Hartweizen aus, ob ich das liege, aber auch Weichweizen ist in Ordnung vollkommen. Ne? Macht euren Sauerteig selber. Nutzt kein oder nutzt wenig Salz, sondern die meisten haben ja diese Angewohnheit auf Brot irgendwelches Zeug drauf zu schmieren und das könnt ihr dann auch salzen, wie ihr wollt. Ne? Also entsprechend, ja, probiert es einfach mal aus, dieses so zuzubereiten und schaut, dass euer Körper für eine Rückmeldung gibt. Und hört auch auf euren Körper und hört nicht auf irgendwelche Medien, die sagen, das ist gut oder das ist böse. Und dann haltet ihr ein preiswertes und ein nahrhaftes Produkt mit einem hohen Energieanteil. Also wenn man schaut, für wie viel Geld bekommt man wie viel Energie, dann hat Brot einen guten Nutzen. Und Ernährung als Teil der Gesundheit ist eingebettet in unser Gesamtleben. Und ein Teil davon ist das Verdienen des universellen Tauschmittels Geld. Dieses verursacht beim Großteil der Bevölkerung, ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, großen Stress, das liebe Geld. Wenn man dadurch preisgünstiges Brot zur Entlastung und zur Stressfreiheit beitragen kann, da ist dies definitiv ein Faktor, der mit einfließen sollte in die Betrachtung, ist Brot gesund. Das macht aber keiner. Es wird losgelöst, auf einen Aspekt sich draufgestürzt und man hat eine super Headline, sagt Brot ist ungesund, weil es enthält Gluten und Gluten ist ungesund, weil und so weiter. Ne? Also so funktioniert die Medienlandschaft. Bitte lasst euch nicht blenden. Denkt ganzheitlich. Ich hoffe, dieses Video kann dazu animieren. Meine persönliche Mitte habe ich mittlerweile ja ohne Brot gefunden. Meine persönliche Mitte. Und bin mit der Rohkost sehr, sehr zufrieden und lebe stressfrei. Auch weil ich eben mal zum Beispiel während der Wanderung keine Panik vor Brot bekomme und es sogar stark industriell verarbeitet gegessen habe. Ja? Weil es einfach an dem Zeitpunkt so gewesen ist. Warum darf ich das angenommen? Stressfrei. Brot gegessen. Weißbrot. Ciabatta. Aber gerade die Menschen, die sich woanders befinden und wirklich gerne Brot essen, das noch in ihrem Alltag drin ist und die dann täglich Ciabatta essen, denen möchte ich sagen, lasst euch wirklich nicht verrückt machen von dieser Brot ist ungesund Propaganda, will ich nicht sagen, weil es Quatsch ist. Es gibt keine höhere Verschwörung oder sowas. Es ist einfach medial einfach zu sagen, also es beginnt einfach Klicks, ein Grundnahrungsmittel, was alle lieben, zu verunglimpfen. Das polarisiert halt eben und deswegen. Also es gibt da keine Propaganda, aber es wird halt viel darüber, wird ausgeschlachtet und medial genutzt. Geht da wirklich euren Weg. Werdet euch da Zusammenhänge, die ich euch heute genannt habe, bewusst. Was ist ungesund, was ist gesund. Was gibt es für Weizenarten, Zubereitungen und ja, schaut mit dem natürlichen Stopp, dass er erkannt wird von eurem Körper, indem ihr das eben nicht so mit Salz verarbeitet und so weiter. Und ja, genießt einfach euer Leben in vollen Zügen. Ja. Und dann kann Brot für diesen Moment eures Lebens das gesündeste Lebensmittel darstellen, was es überhaupt gibt. Ich hoffe, die Grundmessage ist angekommen. Ich wünsche euch alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.